herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und möchte jetzt mit euch dieses Cover weiter vorbereiten. Vorbereiten deswegen, sagen wir, das Cover Herzstück, was ich hier habe, das wird erst ganz zum Schluss auf das Cover mit draufgepackt. Aber trotzdem braucht es natürlich drumherum noch diese ganze Vorbereitung und da ich auch noch einiges mit Mod Podge irgendwie einfach versiegeln möchte, und so möchte ich jetzt erstmal das Cover grundsätzlich die Basis fertig machen, damit es auch beim weiteren Bearbeiten einfach ein Stück weit geschützt ist. So, dafür habe ich hier Hintergrundpapier. Das hier ist von Stamperia Infinity Cosmos Backgrounds. Große Variante. Einfach große deswegen, weil dieses Journal fast DIN A4 hat. Also ist ein bisschen schmaler, ein bisschen kleiner. So, und hier habe ich den Pegasus ja schon benutzt für das Coverheft. Also das ist ja ein Heft, das habt ihr im letzten Video ja gesehen. Und nun möchte ich von dem Rest von diesem Cover, also dem Rest von dem Pegasus, von der Pegasus-Seite, oben und unten jeweils noch einen Streifen dran bauen. Den möchte ich aber nicht einfach nur so dran bauen. Ich glaube, ich werde unten, weil ich einen Streifen hiervon nehme und oben Streifen von dieser Sache. Den werde ich nicht einfach so dran bauen, sondern ich werde den auch mal zurecht reißen. Ich möchte nämlich da auch noch eine schöne ranzige Kante haben. Ihr wisst, was ich meine mit ranzige Kante, ne? Das kriegt ein bisschen Geknister und Raschel von mir ab. Und hinten werde ich ähnlich vorgehen. Das Ding ist einfach, ich möchte mal das über die Breite ziehen, aber nicht darüber hinaus. Das heißt, ich brauche gar nicht so viel. Gucken wir mal. Ja, die rechts und links werde ich auch noch ein bisschen reißen. So, das reicht schon mal. Wichtig ist immer, dass ihr die Reißkante, die ihr haben wollt, also das Papier dann nach unten bringt, weil sonst die Reißkante nämlich auf der Rückseite ist und dann nützt sie nichts. Reiße ich mir das hier einmal so schickimicki rüber. Und dann gucke ich mal, wie viel von den Streifen ich wirklich brauche. Ich denke mal, der ist über. Wupp. Schmeißen wir das Gedöns. So, da haben wir den nämlich. Das ist ganz gut. Also mein Plan ist, das wohnt hier. Dort wohnt hier drauf und das ist eigentlich, also im Großen und Ganzen ist nur die Kante da oben sichtbar von dem Papier. So habe ich mir das vorgestellt. Also auch rechts, links würde ich gar nicht so viel rausgucken lassen. Vielleicht ein bisschen. Darf auch ruhig so ein bisschen wuselig sein. So, und ich werde oben und unten natürlich ein bisschen Platz ein bisschen neujahrsversehrt hier. Also, zack. Zack. Irgendwie so. Das ist einfach oben ein Stück rausguckt. Und unten will ich das gleiche Spiel machen, aber nicht mit dem dunklen, sondern mit dem helleren Papier. Das schaue ich gerade mal. Also, das muss ich auf jeden Fall dann irgendwie drehen. Nein, ich reiße mir jetzt erstmal hier fröhlich die Basiskante, sagen wir mal so. Das Schöne ist, mit diesem ganzen Geschnipsel, was noch übrig ist, also jetzt nicht mit dem kleinen, sondern mit dem größeren Geschnipsel, kann man noch wunderbar Seiten weiter bearbeiten. Taschen machen. So, jetzt habe ich eine ordentliche Risskante, die wollte ich gar nicht so groß haben. So. Manchmal ist mir das Weiße hier auch einfach zu viel. Muss man es ein bisschen reduzieren. So. Schauen wir mal nach der Breite. Ja, ich glaube, ich reiße einfach bis zu diesem weißen Stückchen hier. Weil das will ich nämlich noch benutzen. Weil das will ich noch benutzen. Ja, ich habe das mit dem Deutsch heute noch nicht so. So, das passt mir ganz gut. Von den Maßen her. Und auch hier unten, wie man sieht, hier oben ist nicht viel, ne? Also ist nicht viel von dieser Kante sichtbar. Das wird unten ähnlich sein. Ich reiße jetzt einfach hier
diesen Streifen ab. Und man kann das ab oben und unten noch so ein bisschen austarieren. Das ist mir einfach wichtig, dass oben und unten noch ein bisschen Stamperia-Papier zu sehen ist, damit dieser Kontrast zwischen dem, sag ich mal, Aufbau und dem Hintergrund noch ein bisschen größer ist. Jetzt habe ich ganz viel gequatscht und geraschelt. Toll, ne? So, jetzt müssen wir mal schauen. Ja doch, so gefällt mir das ganz gut. Schaut mal her, wenn wir das jetzt hier so drunter legen. Ich hoffe, der Fokus passt noch. Das hier drunter legen und das hier drauf, oben drüber legen. Na komm schon. Schatzi, mach dich nicht so fest hier. So. So habe ich mir das vorgestellt und so werde ich das jetzt auch festkleben. Nein, das werde ich natürlich jetzt erstmal nicht festkleben. Das darf noch eine Runde distressed werden. Und zwar einmal in Vintage Photo und einmal partiell mit Enchanted Marina. Razzi, Fazi, einmal rum. Dum-di-dum-di-dum. Einfach nur so ein bisschen verranzen. Hier so ein bisschen diese hellweißen Linien brechen. Next one. Ich denke mal, dass tendenziell ich mehr oben sichtbar lasse von dem Papier als unten. Weil das oben ist einfach noch ein bisschen spannender noch, was man hier so sieht. Foto haben wir jetzt hier fast. Ich hatte erst überlegt, da nochmal mit Gilding Wax ein bisschen dran rumzuhexen. Aber das habe ich mir gerade anders überlegt. Also, der, sag ich mal, hier der Aufbau, der soll glitzern. Also, hier, ne? Ihr wisst. Ihr wisst Bescheid. Und ja, ich weiß, ich muss nicht komplett drumrum distressen. Schon klar. Sieht man, die eine Kante sieht man ja überhaupt nicht. Aber wie war das mit dem inneren Monk? Hm. Ich glaube, den habe ich auch ein bisschen jedenfalls. Also wer hier mein Bastelzimmer sieht, der wird das wahrscheinlich abstreiten. Aber. So. Geiles Ding. Das gefällt mir. Jetzt hier wirklich, ich guck mir die Sachen an, wo ich so helle Flecken noch habe an den Kanten. Und da gehe ich mit Blau drüber. Also ihr seht, wenn hier so ein bisschen weiß ist, dann versuche ich das auch an der Oberfläche zu treffen. So, das gefällt mir sehr gut. Also ein bisschen unten, auch wenn es erst wird überklebt, ich weiß. So, zack. Ja. Fertig ist der Lack. Ich habe heute irgendwie so Ärmelhochkrempelbedürfnis. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier mal relativ nah an die Kante kommen. Ne? Auch hier relativ nah an die Kante. So. Ja, die Stöckchen, das ist ja auch. Auch so schön das Papier da ist, so viel sieht man davon jetzt nicht. Ich versuche aber mit beiden recht nah an die Kante zu kommen. Weil dieses ganze Blitzer-Netz-Dings da, gute Teil, das haben wir eh ganz schön viel. Und das werde ich auch noch drin einige Male einbauen. So, du gehst jetzt erstmal zur Seite. Ein ähnliches Spiel werden wir gleich auf der Rückseite auch haben. Vielleicht mal ein Tuch auf der Rückseite, weil also das erstmal muss ich hier ordentlich Kleber nehmen. Das einmal, muss einmal dazu gesagt werden.
Weil dieses, also, das ist ja wirklich echt so ein richtig rauer Stoff. Also, so wie man das früher von so richtig derben Sofas und so richtig derben, aber meistens Küchenbänke, die hatten so einen derben, rauen Stoff. Sowas ist das hier auch. Also, ich kann mir vorstellen, dass, also, es war ja ein Kochbuch, kann mir vorstellen, dass das ohne rauen Küchenbank nachempfunden war. Und darauf klebt zwar das Zeug ganz gut, aber man muss ordentlich Kleber nehmen, um diese Struktur zu nutzen beim Kleben. Also dass es wirklich auch nicht nur punktuell, sondern einfach auch flächig vernünftig klebt. Da braucht man einfach ein bisschen Kleber, der dann auch, sag mal, die Lücken füllt. Und schön die Kanten, immer die Kanten erwischen, dann steht irgendwo irgendwas hoch und dann kriege ich die Krise. So. Also ihr habt bestimmt oben die Buchecken schon erspäht. Die brauchen wir auch. Das heißt, hier unten in der Ecke wird eh ein Teil überdeckt werden. Deswegen, also das ist jetzt hier einfach wirklich ein Cover-Vorbereitungs- oder Cover-Basic-Video. Also Deko-Basic. Wenn ich die Dinger drauf habe, hier dann noch Mod Podge drüber. Also da muss ich euch jetzt nicht zeigen, wie man Mod Podge verteilt. Das mache ich einfach nachher. Ganz in Ruhe. Dann ist das Cover nämlich vor allen weiteren Sachen, die ich jetzt hier so machen werde. Und ich weiß noch gar nicht, was ich alles machen werde. Geschützt. So, das Cover wird dann einfach ein bisschen robuster. So. Und ganz zum Schluss bringe ich dann das Buch da drauf. Also das nochmal extra Heft. Ja, es wird sowieso noch spannend. Also ihr wisst ja schon so ein bisschen, ich habe aus dem Nähkästchen geplaudert, dass das wird ein Buch für meine Freundin. Und ich möchte da ganz viele Sprüche reinpacken. Also welche, die ich, keine Ahnung, eh kenne, weil gehören irgendwie zu meinem Leben. Aber auch welche, die ich jetzt einfach im Netz gefunden habe oder ja, irgendwelche Sachen, die mir auch im letzten Jahr begegnet sind. Ich habe mir einiges aufgeschrieben. Und das möchte ich dann auch hier so an, ja, Sprüchen, Zitaten, Lebensweisheiten möchte ich im Buch verteilen. Mit ganz viel Platz noch drumherum. Natürlich für eigene Sprüche, Ideen, Lebensweisheiten, so. Und da werde ich natürlich auch in dem Heft, das uns aufs Cover kommt, auch schon welche reinpacken. Klarer Fall. So. Gucke ich hier mit dem Stöckchen. Das ist hier so ein bisschen mein Maß der Dinge, dass man das Buch auch vernünftig hinstellen kann. Yes, gefällt mir. Chaka, chaka, gefällt mir. So, fein, fein. Wir haben die Vorderseite, haben wir vernünftig. Und jetzt, ich hatte ja schon mal ein bisschen von der Rückseite erzählt, dass ich da diesen einen Streifen mit drauf bringe. Aber bevor wir das tun mit diesem einen Streifen, auch den werde ich zum Schluss erst da drauf packen. Bevor wir das tun, werde ich hier anders hinsetzen. So, zack, zack. Werde ich hier auch dieses Thema hier wieder nutzen. Also dieses, ja, diese Himmelsscheibe hier. Die werde ich weiter nutzen. Und ich finde auch, dass das hier ins Grünliche geht, ist das fein. Also dieses. Ich habe erst überlegt, ob ich die Seite nutze. Dann würde ich das Grünliche hier gar nicht abbilden. Aber ich möchte so ein bisschen was von diesem grünlichen Türkis hier haben. So, also im Endeffekt reiße ich jetzt erstmal hier lang runter und reiße einmal quer. Und dann müssen wir einmal gucken nach der Optik. Also wie weit muss ich wirklich und. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich irgendwie kompliziert reiße. Ich weiß nicht. Also jetzt hier, ich will das Papier nicht kriegen. Deswegen reiße ich jetzt hier wirklich mit so einer interessant unentspannten Handhaltung. Gehe erstmal oben hier quer. Noch nicht ganz, weil ich kann ja den Rest des Papiers kann ich ja erhalten, dass ich damit ein. Keine Ahnung, irgendwie noch eine Tasche mache oder whatever. Mir wird einiges einfallen. Ich habe übrigens vorgenommen, dass dieses Journal hier das Journal der Taschen und Einschübe und Kärtchen sein wird.
Ideen habe ich viele. Ich habe natürlich einen begrenzten Umsetzungszeitraum. Kann man nicht anders sagen. So weiter darf ich auch nicht gehen. Weil, also ihr seht es nicht ganz, diese Rundung. Ich muss das Buch noch ein bisschen kneten, weil durch das Einsetzen von der Bindung und dem ganzen Kleber ist das ein bisschen fest geworden. Das geht eigentlich nur bis da, das gerade Cover. Und ab hier, also ab diesem Zeitpunkt, oder ab diesem Zeitpunkt, ab diesem Punkt hier fängt die Rundung an. Das heißt, ich kann auch maximal nur bis da gehen. Und darunter. Also wenn ich mir das jetzt hier anschaue, hier unten, dann werde ich hier anfangen zu reißen. Also dass ich wirklich nur so ein bisschen was von diesem Jute-Gekröse hier noch sichtbar habe. Ja, das Ding mit dem Schnipsel wegschmeißen. Ne? Also diesen Streifen hier habe ich tatsächlich behalten. Diesen schmalen und diesen schmalen hier, die packe ich weg. So, ein bisschen weniger weiß. So, wenn ich mir das so angucke, ist das ungefähr, kommt das ungefähr hin. Ne? So. Es ist oben und unten ein bisschen was von dem Jute-Gedöns sichtbar. Hier werde ich das Weiß noch reduzieren. So. Falls sich jemand gefragt hat, was dieses Geräusch gibt, war, es war tatsächlich mein Magen. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich werde mich gleich in die Küche begeben und das ändern. Und ich werde auch die anderen Neujahrsgäste hier sich freuen, wenn ich in die Küche gehe und meinen eigenen Hunger bekämpfe. Alleine essen schmeckt nicht, ist klar, ne? So. Das ist aber sehr unruhig. Das ist, also ich habe mir jetzt gerade eine echt wilde Reisart hier ausgedacht. Habe ich schon mal gemacht? Okay. Total witzig. Zack. Wie gesagt, so ein Schnipsel. Ich habe eine Tonne. Rest kann man auf jeden Fall noch weiter mitbelasten. Sollte ich das jetzt richtig rum? Ja. So, jetzt habe ich hier. Ich habe es tatsächlich ein bisschen schmal gemacht. Kann noch was auf. Nicht so schlimm. Also hier geht's noch. Es hätte breiter sein können. Ich glaube, ich reduziere das oben nochmal, dass die Kante nicht hier und da so fett aussieht. So, erstmal diese Nase weg. Das ist hier auch so ein bisschen zu viel Weiß. So. Jetzt hab ich ja gesagt, also wenn ich jetzt mir das jetzt so angucke, ne? Rechts, links, alles fein. Damit komme ich klar. Oben, unten zu schmal dafür, dass ich rechts, links echt ein bisschen Platz habe. So, und das Liniengedöns hier oben. Ja. Schön. Aber wenn es ein bisschen weniger ist, ist es auch nicht schlimm. Wusstet ihr eigentlich, dass Magenknurren das einzige Geräusch, körperliche Geräusch ist, was man nicht unterdrücken kann? Ich werde gerade Opfer deswegen. So. Auf jeden Fall vor allen Dingen deiner rechten oberen Ecke. Da hat es mir nicht so richtig gefallen. Na, jetzt gefällt es mir. Sehr fein, sehr schön, sehr toll. Und jetzt das gleiche Spiel, was wir eben schon hatten. Razzifazzi einmal mit Ink drüber. So, wenn ich das nachher mit Mod Podge einstreiche und schön ruhen lasse, dann haben wir beim nächsten Video wieder ein feines, geschütztes Cover, was einfach Stabilität hat. Ja, und wenn ich da mal was drauf klecker, kommt es einfach wieder runter.
So, und jetzt, also wenn ich dieses Papier wirklich live und in Farbe in der Hand halte, verstehe ich auch, was Jutta von Funkelkram meinte mit, hier sind die Linien zu weiß. Und die weißen Stellen kann man schon so ein bisschen das abtönen. In den Mond, hier werde ich jetzt nicht abtönen, aber diese weißen Linien, die werde ich jetzt hier so ein bisschen runter dimmen. Mal abgesehen vom weißen Rand, das ist klar. Andromeda wird auch runtergedimmt. So. Hier auch noch ein bisschen rein. So. Der Mond, da darf gerne hell bleiben. Das ist fein von mir. So, generell wird in diesem Journal einiges auch an Metall sein. Also ich habe noch so ein schönes Metall-Lesezeichen, so eine Feder mit einer Öse. Da werde ich auch noch so einen Dingeldangel in dem Sinne dran machen, also dass das Lesezeichen quasi einen Perlendingeldangel von den restlichen Perlen bekommt, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Oh, das werde ich natürlich noch tun. Und ja. Ich werde kein eigenes Dingeldangel an dieses Journal machen, weil das Lesezeichen ausreicht, wie ich finde. Und man muss auch nicht überall und immer ein Dingeldangel haben, also so ein mobiles, also quasi ein Lesezeichen, was man auch für andere Bücher noch benutzen kann, dann als mobiles Dingeldangel, so, das ist so völlig fein. So, braun reicht mir. Und auch hier werde ich jetzt kein Gilding Wax benutzen, weil ich finde, dass einfach diese Elemente, die ich draufklebe, ausreichen. So, die Elemente, die ich draufkleben werde, das Stückchen Wellpappe, das hat Gilding wächst dran. Ach, guck mal, das wird ja tatsächlich so ein bisschen in diesen Grünton, wenn ich darüber gehe. Ja, geil. Ich bin begeistert. Diese Farbkombi ist es einfach nur. Das ist mein Papier, Leute. Ich bin gerade abgelenkt von der Schönheit des Papiers. Ich habe ja meinen Namen nicht von ungefähr, ne? Mariah Loves Paper. Ich könnte einfach Papier den ganzen Tag anfassen, angucken. Bearbeiten. Und dieses Papierset, ne? Also dieses Infinity Cosmos, Cosmos und bla, ach, keine Ahnung, also dieses ganze Gedöns rund um diese Cosmos-Serie von Stamperia ist genau meins. Die Motive sind wunderschön, die Farbkombi ist ein Traum. Zufrieden. Nee, ich bin ja nicht zufrieden. Bisschen schön hier. So. Bin ich jetzt zufrieden? So. Ja, gerade bei Zufriedenheit lässt zu wünschen übrig. Nein, jetzt hier. Manchmal muss man auch einfach Opfer bringen und seinen eigenen Finger mit andischessen. So, jetzt bin ich zufrieden. Ja, ich habe einen Kleber auch noch hier. So, jetzt ist natürlich ein bisschen Geschwindigkeit gefragt. Also viele Leute sagen mir, ja, reicht doch, wenn du den Rand anklebst. Aber ich finde nicht. Also da gibt es dann irgendwelche Wellen. Also der Kleber ist ja nun echt geil. Und dennoch hat er einen gewissen Wasseranteil. Das heißt, ein bisschen Bewegung bringt er in das Papier mit rein. Und ich möchte auch ehrlich gesagt nicht, ja, wo alle immer von schwärmen, von diesem Beacon-Kleber oder von dem, ich sag schon, hier auf Silikonbasis. Der klebt wunderbar, keine Frage. Aber ganz ehrlich, als ich den benutzt habe und ich hab mir eine Flasche davon gekauft und auch, den setze ich auch ein, wenn ich nochmal Stoffkleber oder sowas, geht mit dem hier auch, aber manchmal
Manchmal braucht man einfach einen, der nichts feucht macht. Ey, man ist danach doch tatsächlich bereit. Also, ich weiß nicht, mit dem Kleber verstehe ich die Menschen, die Klebstoff schnüffeln, dass das einen Effekt hat. Also, ich musste danach erstmal eine Runde klarkommen, als ich damit gearbeitet habe. Und da ich eigentlich meine Bastelprojekte lieber nüchtern begehe, habe ich den für mich so ein bisschen aussortiert. Also, so, ich habe ihn, ich werde ihn auch, sag mal, für hier und da einfach für punktuelle Sachen und vielleicht auch, wenn ich draußen arbeite, benutzen. Ich Luft um mich rum habe. Ich werde aber nicht damit Junk Journal bauen. Ich weiß, die Pam von The Paper Outpost, die benutzt das Zeug hoch und runter und auch fast nur. Ich weiß nicht. Also ich bin echt empfindlich auf Lösungsmittel, habe ich festgestellt. Kann ich nicht feiern. So. Es geht doch nichts über eine ehemalige Backmatte. So, jetzt muss ich hier ein bisschen zirkeln, dass ich wirklich treffe und dass es auch vernünftig aussieht. Man kann hier immer noch schieben. So, also die Kante hier ist mir wichtig, dass ich hier drüber lande. Also über die Klebekante vom Stoff. Wisst ihr, was ich meine? Und also selbst wenn ich jetzt hier ein bisschen Kleberpfoten drauf machen sollte, was ich eigentlich versuche zu vermeiden, Mod Podge wird es wieder lösen. Also da kommt ja eh eine Kleberschicht dann drauf. Deswegen mache ich mir jetzt hier keinen Megakopf um. Was ist denn das? Keinen Megakopf darum, irgendwelche Kleberpfötchen hier drauf zu bringen. So, eigentlich wollte ich nur so ein kurzes Cover-Video machen. Ich mir dachte so, ich nehme euch jetzt mit hier beim Cover gestalten, aber ratzifatzi und dann lass uns nochmal schnell die Ecken drauf machen und fertig ist der Lack. Naja, dauert jetzt auch schon ein bisschen länger. Ja, ihr seht also die ganze Rechnung, wie lange braucht es ein Junk Journal zu erstellen. Ja, wenn ich jetzt schon alleine bei den Sachen, bei denen ich euch mitgenommen habe, Videomaterial habe von 1,5 Stunden vermutlich. Und dann noch die Vorbereitungszeit, die ich habe, um hier diesen ganzen, also das Buchcover zu nehmen, den Stoff drauf zu bringen und so. Ja, plus die Seiten auszusuchen, zu färben und zusammenzustellen und bla bla. Wenn ich das alles zusammenrechne, habe ich jetzt schon 4 Stunden das Journal gepackt, ohne dass ich irgendwas im Innenleben dekoriert habe. Ist schon eine Nummer. Macht irre Spaß, also ich will jetzt nicht kleinreden oder nicht zu groß reden. Das ist nichts Heiliges und auch nichts Hochtrabendes. Na klar, ist man stolz auf seine Arbeit. Aber man wird niemals diesen Wert in Form von Geld wieder zurückbekommen. Das ist ein Geschenk auch nicht nötig, klarer Fall. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, mal so ein Büchlein zu verkaufen, vergesst es, dass ihr jemals eure Arbeit da komplett bezahlt bekommt. So. Körper hinten, fein. So, ich habe hier noch ein bisschen was hingelegt, habt ihr schon gesehen. Ne? Also ich habe hier einmal meine Ösen, weil ich möchte nämlich hier eine Perlenbindung machen und ich möchte oben und unten, also eigentlich hier nur ein Loch durchkneifen, ein kleines Eyelid setzen und ja, und zwar diese Farbe zu, die auch ja, so halbwegs hier zu den Ecken passt. Passt nicht perfekt. Habe ich irgendwie perfekt? Nee, habe ich nicht. Also, die werden jetzt genommen. Wobei, das sind auch 2 verschiedene Farben, sehe ich gerade. Schaut sich ein dunkles, ein helles. Was nehmen wir denn? Das dunkle nehmen wir. Guck an, die. Zack. So. Also die Ecken packen wir gleich noch dran. Und ich möchte halt dann einfach ein Gummi mit Perlen drum machen. Aber das baue ich tatsächlich erst dann an, wenn ich hier fertig dekoriert habe. So. Und ich werde auch ein bisschen außerhalb von dem
von dem Bild hier bleiben, damit die Ösel, die ich hier rumziehe, gar nicht so groß wird. Also wenn ich das Gummiband hier dran knote, ihr wisst, was ich meine. Einzig werde ich jetzt hier einmal mal von außen messen, dass ich ungefähr, wenn ich das Cover jetzt schließe, da sitzt das drauf. Also ich muss schon ein Stückchen ins Landesinnere kommen jetzt mit meinem Perlenstrang. Also 3 cm sollte ich machen. Ja, 3 cm. Wenn ich es mir recht überlege, ist das sogar ein bisschen mehr als 3. So, 0. Als Spiegel mit meinem Ringlicht. Der muss auch nicht perfekt sein. Ne? Also die beiden. Die werde ich so ein bisschen nach innen versetzt knipsen. Ich habe eine super geile Knipse gekriegt zum Geburtstag von meinem Mann. Nein, also mein Mann hat es mir zum Geburtstag geschenkt, das wollte ich damit sagen. Jetzt gucke ich allerdings, wo ich hier meine Knipspappe habe. Nehme ich den. Bisschen dick, ne? Ist zu dick, ist doof. Ich muss doch meine Unterlage. Aber das Schöne ist, es ist ja alles nicht weit weg. Na, vorausgesetzt, man findet, was man sucht. Irgendwann werde ich mal eine Roomtour mit euch machen durch mein Bastelzimmer. Also, wenn ihr keine Bastler wärt, dann würde ich sagen, ihr kriegt einen Schlag. Aber ihr vermutlich Bastler seid, weil sonst hätte ich mit selbst. Würdet ihr bis hierhin dieses Video überhaupt nicht schauen? Wenn ihr keine Bastler wärt, würde ich tatsächlich sagen, ihr kriegt einen Schlag. Aber ich glaube, jeder Bastler wird mich hier in meinem Gewusel und meinen vielen Schränken, ich habe jetzt echt tatsächlich noch von meiner Tochter einen Schrank dazu bekommen. Ihr werdet sagen, okay, hätte ich vielleicht ein bisschen anders gemacht. Kann ich aber verstehen, was ich bei Schrankplatz. Ich habe echt geil Schrankplatz mittlerweile. Das Einzige ist, was ich nicht habe, oder sag mal, was ich nicht habe, ich kann es ja machen. Ich bin nicht so sortiert bisher. Also ich habe jetzt zwar den Schrankplatz wirklich ordentlich aufgestockt und habe auch angefangen, mir ein Ordnungssystem zu bauen. Und da geht noch was. Also bei dem Ordnungssystem, da habe ich noch Potenzial. Da hat die Jessie von One More Vintage Design so schöne Ordnungsumschläge gemacht. Die habe ich dann direkt mal nachgebastelt. Die sind total cool geworden. Falls ihr Interesse habt, ich schaue mal, ob ich nachher noch dran denke, euch den Kanal mal zu verlinken, dass ihr mal seht, was die Jessie für coole Sachen gemacht hat. Also wirklich sehr empfehlenswert. Also der Kanal sowieso, aber auch die Umschläge. Die sind wie so kleine Boxen, wenn man sie aufklappt. Echt mega. Vor allen Dingen kann man sich da, also ich habe mir die so zurechtgeschnitten, dass ich die in einer Schublade reinkriege. Da kann ich irgendwie 20 Stück hintereinander machen und oben dann so ein kleines Labelchen drauf. Ja, fein, fein. Crocodile bei Fuß. So, jetzt muss ich natürlich umstellen. Damit ihr das vernünftig seht, mache ich das jetzt mit links. Klappt ja wunderbar. Auch hier wieder. Erstmal oben treffen. Es ist ein bisschen schwieriger, wenn man keinen festen Stand hat. Ja, und ich bin echt gut am Rand geblieben. Das gefällt mir wirklich. Aber hier habe ich sogar schon Glitzer mit reingeklebt. Das ist ein Traum. Ein Traum. So, Leute, jetzt haben wir hier
die Ösen. Jetzt kannst du endlich wieder verschwinden, ja, liebe Krokodile. Vielen Dank für die Mithilfe. Genau, jetzt haben wir nämlich hier die Ecken noch dazu. Buchecken. Weil egal, was ich hier drin bastel, ich werde es so machen, dass man die Ecken vernünftig sehen kann. Weil, also auch wenn das jetzt hier so mal die Innenecke ist, ne? Also ist jetzt nicht so ein mega Hingucker, aber ich finde einfach Metall in dem Journal gefällt mir mal total gut. Dementsprechend möchte ich auch die Metallecken von innen sichtbar haben. So. Ende der Durchsage. Ja, wenn man so ein Buchcover hat, was auch so mit Stoff bespannt ist, dann muss man die Ecken teilweise, also manchmal, bei manchen Büchern, wo ich mir echt unsicher bin, packe ich tatsächlich noch Kleber mit in die Ecken, bevor ich sie runterbiege. Aber die hier, ihr seht, die haben auch richtig, richtig scharfe Metallkanten, die so wie so ein Greifer sind. So, und das gefällt mir. Das hält hier gerade richtig gut. Ich hoffe, dass ich die andere... Ich stelle es mir mal auf. Ich weiß gar nicht, hoffe die Kamera fokussiert. Fokussierst du? Ja, fokussierst du. Dankeschön. Weil sonst seht ihr ja nur einen verschwommenen Brei, während ich fröhlich meine Buchecken hier zurechtbiege. Muss jetzt auch nicht sein, ne? Verschwommener Brei ist irgendwie kacke. Kleine Drückerchen hier festmachen. So, zack. Fertig. Rückseite. Frontcover mit Schnipsum. Yay. Hoffentlich nicht mit Kleber. Nein. So. Hier kann ich euch wieder rechtshändig, wie ich ja bin, mitnehmen. Die Seite, dann muss ich es nicht ganz hoch stellen. Mal gleich die andere Seite schauen. Also Ordnung im Bastelzimmer. Das ist so ein kleiner Vorsatz fürs nächste Jahr. Aber nicht im Sinne von, ich will immer Ordnung halten, weil das schaffe ich eh nicht. Wenn hier im Eifer des Gefechts Schubladen aufstehen, Kisten rausgenommen werden. Das gehört dazu, das will ich auch weiter beibehalten, weil ohne das wäre ich nicht glücklich. Ich möchte aber eine Grundordnung haben. Die hatte ich schon, bis ich einen weiteren Schrank oder ein weiteres Sideboard hier von meiner Tochter übernommen habe. Und dadurch, klar, wenn hier neue Ablage- und Ordnungselemente reinkommen, muss man natürlich erstmal wieder für eine Grundordnung sorgen. Deswegen meine ich Ordnung im Arbeitszimmer. Am Bastelzimmer. So. Schön. Das ist auf jeden Fall mein Plan. Sag mal, hier eine komplett, also alles so vernünftig zu sortieren, dass ich überall weiß, wo was ist. Dass ich das total schnell griffbereit habe, dass es auch beschriftet ist. Ne? Ja, dass das Ding ist, momentan, ich habe viele Sachen, ich habe auch immer die Grundahnung, wo es ist. Als ich vorhin zum Beispiel die Perlen hier für dieses Journal gesucht habe, bin ich doch ein bisschen ins Schwitzen gekommen, ne? Weil war nicht da, wo ich sie vermutet hatte. Und zwar bei den Perlen. Ich hatte nur schon eine angefangene Projektkiste, die ich aber nicht beschriftet habe, einfach fröhlich zur Seite geschoben. So, weil die Kiste mit dem Inhalt auf dieses Projekt hier wartet. Gewartet. Hatte ich jetzt ja nicht mehr. Hatte ich doch ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn, wo ich dachte, oh verdammt, nicht, dass du das jetzt mit Weihnachtsgedöns mit entsorgt hast oder so. So, meine Lieben. Ja, ihr stellt euch vor, die Öse, die Strippe läuft dann hier rüber und die Strippe läuft
mit über das Cover. Also auch das zweite Cover. Ne? Wenn man sich das jetzt hier so vorstellt, haben wir hier die Strippe, die läuft dann so lang und landet auch hier mit drüber. Das hier wird immer so ein bisschen hin und her gebuselt, aber dafür ist es auch da. So, meine lieben Bastelfreunde, ihr habt auch das nächste Video von mir hier überstanden, überlebt, was auch immer. Ich werde jetzt mal Magenknurren nachgeben und werde mir jetzt oder unserer Silvestergesellschaft hier oder Neujahrsgesellschaft ein bisschen was zu essen kredenzen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich denke mal, nächstes Mal wird mein Sprachzentrum auch wieder ein bisschen sortierter sein. Aktuell kann ich das noch nicht für heute versprechen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über Likes, Kommentare, neue Abonnenten, ganz viel Austausch und ich verbleibe mit den Worten. Bis demnächst in diesem Kino.